Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und zwar heute mit dem letzten Raid, den ich mit Scooey hatte. Ich glaube, wir hatten 5 oder 6 Raids gemacht. Und das ist jetzt der letzte. Schade eigentlich, schade. Ja, ich bin auch da noch nicht so richtig aufgetaut, wie ich es mir hätte gewünscht. Aber es war ja auch beim Beutel und bei Benji am Anfang so, man kannte sich noch nicht so richtig. Man wusste noch nicht so genau, was darf ich sagen, wie darf ich sagen. Das kam alles mit der Zeit und ihr kennt ja jetzt Reisegruppe Chaos. Wir verstehen uns Bombe, jeder darf sagen, was er will und wie er es will. Wir verstehen es halt, weil wir wissen, wie es gemeint ist. Und das ist halt bei Scooey, wir kennen uns ja noch nicht so gut. Ich denke mal, Scooey wird es eh nicht gegangen sein. Und dazu kam bei mir auch noch der Druck, dass ich erstens nicht abstinken wollte, wenn ich schon mit Scooey spiele, dann konzentriert und bei der Sache. Und ja, noch die Zuschauer bei Scooey, ich weiß nicht, es waren so an die 150 Zuschauer im Stream. War alles so ein bisschen Druck, den ich kompensieren musste irgendwie. Ja, wünsche euch trotzdem viel Spaß mit dem Video. Für alle, die es interessiert, am Ende des Videos gibt es noch einen Abschnitt, wo ich euch zeige, mit welchen Schwierigkeiten ich beim Schneiden der Scooey-Videos zu kämpfen hatte, wie ich das synchronisieren musste und so weiter. Steckte höllisch viel Zeit und Arbeit drin. Den letzten Raid habe ich jetzt als Beispiel dafür genommen. Der ist ziemlich kurz, also auch nicht so viel Arbeit, die ich reinstecken musste, zumal ich dann noch Vorlagen benutzt habe und so weiter, die ich am Anfang nicht hatte. Wen das interessiert, schaut es euch gerne an. Ja, bis dahin und ja, viel Spaß dabei. Wir sehen uns, euer Senseless. Tschüssi. 13 Monate ist schon krass. So, wohin des Wegs, Meister? Ja, gerne, Post, gerne. Ja, geh vor. Ich würde vielleicht mal hier hinten jetzt. Richtung. Ja, das weiß ich, Fritz. Unser Richtung Garten Tanke. Ist sowieso erst mehr Moos als Stein oder sonst irgendwas oder Rasen. Ich sag ja, da macht keiner was. Ja, mal gucken. Auf so ein Dings hätte ich auf jeden Fall Bock. Ey. Das ist schon cool. Das habt ihr mich schon wieder gut angefixt. Super gemacht. Oh ja, Tankstelle. Ja, da geht's ab. Direkt hier runter gehen und von hinten ran. Ja. Das ist Dorf, glaube ich. Vor uns ist links ein Scav. Mann, da war aber zäh, du. Schon wieder ein Guard. Kann sein, dass du recht. Das sah ziemlich gut aus. So auf den ersten Blick. Bewegt sich was vor mir? Ja, ich höre es. Stacheldraht. Links am an. Ja, Digga. Das sind normale Skeps. Ich guck mal rein, ich muss dann mal Magazin klippen. Ich halte hier mal die Stellung. Ich komme jetzt, ja. So, 60er Magazin dauert eine Weile. Bist du hast rechts du an der Mauer lang oder links rum? Okay. Ah, ich sehe dich. Bahngleisen. Mhm. Hast du nicht so viele Max mit, oder? Doch, doch. Aber ich hab's immer... Nee, ne? Nee, auf mich nicht, nee. Ich hab's immer gern voll, sozusagen. Warte. Ich bewegen. Das war eine SA, glaube ich. Dorms oder SA, Digga? Wie du möchtest. Scooey. Dorms. Dorms. Hm. Da ist das so ein Pfad, wo Dix uns dann wegnascht. Mit seinen Tentakeln.
ein 8-armiger, 4-armiger. Also der ist schnell. Also der war eh Match, ne? Augen auf. Mhm. Ich würde vielleicht über den Müllsäcker reinspringen. Ich würde hier gar nicht reinspringen. Ach so, willst du direkt Dreier? Straight. Okay. Ja, ja. Ballern war. Ready? Ja. Geh direkt hoch in die 3. Ich gehe wieder in die 2. Direkt, wenn du reinkommst, rechts, wenn du von außen reinkommst, direkt rechts hinter der Tür. Okay. Oh Gott, ich bin so schlecht. Versuch mal mein Glück. Da wartet er dann. SMB, pass auf, das ist glaube ich eine Dings hier, SVD. Hi Jess. Ja, ja. Oh. Nein. Nein, wie konnte ich den nicht holen, Alter? Oh nein. Passiert. Da waren zwei, einer war vorne und einen habe ich jetzt praktisch über den Haufen gerannt fast ja. Und gebe ihm aus der Hüfte und der Hund fällt einfach nicht um. Bisschen doof. Also normalerweise macht es halt gar keinen Sinn, da drin zu warten. Hm. Aber ja, ein bisschen gefailed. Ich habe auch nicht reingeguckt. Hm. Naja, auf jeden Fall. Ja, gut, mein Lieber. Ich danke dir auf vielmals. Ja, schreib mir dann gerne bei Insta, bei Discord oder am besten ist bei Discord, ja. Wenn du ja. Fertig bist. Mach ich. Und wir hören uns, auf jeden Fall. Hm? Ich danke dir und ja, an deine Zuschauer alles Gute und viel Spaß mit dir noch und ja, überhaupt bleibt alle gesund. Dankeschön. Na. Hau Tschüssi, rein, Digi. Tschüssi. Ciao, ciao. Dann willkommen zurück für all jene, die dran geblieben sind, die sich für den Technikteil noch interessieren. Ich will auch gar nicht so lange quatschen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal geschnitten. Es gab immer Probleme beim Rendern, beim Schneiden. Hat mir die Aufnahme nicht gefallen und so weiter. War zu lang und so weiter. Ich habe es also schon ein paar Mal geschnitten. Ich versuche da ziemlich schnell jetzt durchzurennen. Was wir hier sehen, ist das letzte Video von Scooey, was ich geschnitten habe. Das war auch ein bisschen aufwendiger, ein bisschen länger. Der aktuelle oder besser gesagt der letzte Raid von Scooey und mir ist nicht ganz so lang, hat aber auch seine Tücken, wie wir sehen werden. Und ja, fangen wir am besten an. So, was habe ich nun gemacht? So, ich habe meine Facecam separat aufgenommen mit dem zugehörigen Audio. Das Audio vom Scooey finden wir hier im Ingame-Sound mit reingemischt sozusagen. Ich habe Scooey und das Spiel zusammen aufgenommen. Hier unten haben wir nochmal das Audio vom Scooey-Stream selbst, was wir brauchen, um zu synchronisieren. Er wird das gleich sehen. So, warum habe ich mich separat nochmal aufgenommen? Ganz einfach, aus dem Grund, erstens kann ich meine Facecam beliebig ein- und ausblenden, ganze größer machen, kleiner machen und so weiter. Aber der wichtigste Grund ist eigentlich, dass ich ein getrenntes Audio von meiner Stimme und den Stimmen meiner Mitspieler habe. Dann kann ich nämlich separat leiser und lauter machen, dass es sozusagen, dass es dann am Ende passt, dass ich nicht zu laut bin und meine Mitspieler nicht zu leise und umgedreht. Wir haben jetzt die Spielaufnahme schon hier rübergezogen. So müssen wir noch auf Framegröße anpassen. Dann ziehen wir noch die Facecam von mir mit rein.
passen wir auch auf Framegröße an und färben sie grün. Für einen besseren Überblick sozusagen. Gut, aber jetzt haben wir ein Problem. Uns fehlt nämlich, wie in der Filmindustrie gebräuchlich, die Klappe sozusagen, das audiovisuelle Signal, um zu wissen, ah, hier an dieser Stelle passt Bild und Ton überein oder besser gesagt müssen wir synchronisieren. Und diese Stelle liefert uns glücklicherweise Tarkov, indem wir nämlich hier diesen Counter haben, bevor wir ins Spiel joinen. Und da ist er schon. Das hätten wir. Und dann schneiden wir das ja gleich ab, weil ich weiß, dass wir das hier nicht mehr brauchen. Und falls doch, können wir es zur Not immer noch hier ein bisschen rein- und rausziehen. Gut, jetzt brauchen wir Scooby-Stream. Achso, noch was. Das Schnittfenster habe ich hier jetzt mit eingebunden sozusagen. Das wäre sonst separat auf meinem Zweitbildschirm. Macht sich in dem Fall schlecht, weil ihr den ja nicht sehen könnt, weil da nicht mit aufgenommen wird und euch dann sozusagen das Schnittfenster fehlt. Also habe ich es hier drin. Ist nicht meine bevorzugte Methode, weil ich hier immer mal größer und kleiner ziehen muss. So, jetzt müssen wir den Scooby streamen. Und dafür habe ich den mit aufgenommen, dass ich das hier auch gut synchronisieren kann. Jetzt müssen wir die Stelle bei Scooby finden, sozusagen, wo sein Counter losgeht. So, und dann hätten wir das und können hier abschneiden. Das brauchen wir nicht. Dann können wir das schon mal mit hier rübernehmen und gucken, ob das Audio jetzt passt. Dazu aktivieren wir Scooby Stream und wir sehen hier ungefähr schon, dass der Scooby Stream etwas hinterher hinkt und Scooby im Ingame-Sound sozusagen eher spricht als hier unten. Ich ziehe mich da auch noch ein bisschen vor, wenn ich da angebe. So. Nicht viel, aber man hört es doch. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen anpassen. Magnet deaktivieren, dass wir besser ziehen können. Mühe. Und jetzt. Ich ziehe mich da auch noch ein bisschen vor, auch wenn ich da Angebote habe. Gut, passt soweit. Magnet wieder aktivieren, damit das hier schön snappt. Gut, das hätten wir jetzt erstmal. So, jetzt brauche ich natürlich noch ziehen wir den Facecam-Frame gleich mal direkt bis hinter. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Anhaltspunkt für mich sozusagen. Also, dass mein Audio und meine Facecam zu den Aktionen im Spiel passen. Da gibt es eine Möglichkeit, hier bei Tarkov, wenn geschossen wird, dann hört und seht ihr ja den Schuss und meistens ist es so, dass auch gleich direkt eine Reaktion erfolgt wie, oh, der hat mich getroffen oder ich muss mich ducken oder sonst irgendwas. So, und die Stelle haben wir an der Tankstelle. Vor uns ist links ein Scav. Mann, da war er zäh, du. Und ich... Ja, man hört es jetzt nicht genauer. Ich bin der Meinung, dass meine Reaktion ein bisschen spät kam. Also würde ich mein Audio vielleicht noch eher klingen lassen. Nicht schneiden, sondern verschieben. So ein bisschen rübernehmen. Mann, da war er zäh, du. So können wir es erstmal lassen. Jetzt gucken wir mal weiter, ob es irgendwo... In den Doms gab es dann noch Schießereien. Da springen wir schnell hin. So, hier geht's los. Geh direkt hoch in die 3. Ich gehe wieder in die 2. So, gut. Jetzt haben wir zwei Sachen gesehen. Also, okay, das Audio scheint zu passen. Und Scooby ist gestorben. Damit brauchen wir jetzt Scoobys gesamten Bildschirm nicht mehr sehen, sondern halt nur noch Scooby selbst. Machen wir hier einen Cut. Hier ist er abgenippelt. Holen uns eine Vorlage. Wo ist es? Scooby Facecam Only. So, damit haben wir Scooby schon da, so wie man jetzt braucht, weil alles andere interessiert uns jetzt nicht mehr. Höchstens ihr seid am Geld vom Scooby auf dem Stash interessiert, aber da empfehle ich euch einen aktuellen Live
Livestream. Gut. So, bist du down? Rechts, so, das haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir, und zwar weiß ich's, und ihr seht es jetzt auch, dass hier hinten ein Stück fehlt. Uns fehlt einfach ein Stück. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, ich habe ja zwei separate Aufnahmen auf meiner, ja, nicht besonders berühmten Hardware. Ich habe eine 1080 drin und habe zwei parallele Aufnahmen. Einmal meine Facecam mit Audio und die Spielaufnahmen selbst noch. Und das fällt uns jetzt nämlich hier hinten auf die Füße. Wir gucken nochmal schnell dahin, bis ich sterbe. Ich kenne das nämlich ja alles schon. Dann können wir dann einen Cut machen und uns dem letzten Problem widmen sozusagen. Ich will das nämlich ja auch gar nicht so weit in die Länge ziehen, die ganze Kacke. So, hier bin ich tot. Naja, auf jeden Fall, Scooby. Ja, bestens bei Discord. So. Bisschen gefailt. Ich habe auch nicht. So, hier. Drin zu warten. So. Also normalerweise macht es halt gar keinen Sinn, da drin zu warten. Gut. Würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. So, Magnet wieder aktivieren. Damit wir es schön gleichmäßig schneiden können. Ohne Versatz sozusagen, der sich manchmal schon einschleicht. Und jetzt wird es etwas knifflig, Leute. Und zwar müssen wir uns eine Stelle suchen und ich sehe sie auch schon. Es wäre diese Stelle und diese Stelle hier unten. Und ihr seht, es ist nicht nur ein bisschen Versatz drin, sondern es ist schon recht ordentlich. Und da müssen wir jetzt zuschlagen. So, dann hauen wir das erstmal raus. Und gucken uns die Sache hier mal genauer an. Aber ja, ein bisschen gefailt. Ich habe auch. So, ob ich richtig liege? Aber ja, ein bisschen gefailt. Ich habe auch nicht reingeguckt. So, haben wir gesehen. Und gucken wieder, ob das Audio jetzt wieder synchron ist. Aber ja, aber ja. Ja, ein bisschen stimmt es noch nicht. Das Problem hatte ich vorhin schon. Und zwar. Gehen wir mal noch ein bisschen näher ran. Wir sehen, dass es eigentlich passen müsste. Von den Pegeln sozusagen. Und die liegen eigentlich ziemlich gut übereinander. Aber wir müssen drauf achten. Scooby sagt es im Stream eher und hier oben läuft es nach. Starten wir hier. Ja, aber ja. Ja, aber ja. So, Aber ja. So, und habt ihr es gesehen? Es ging ein bisschen schnell, aber obwohl wir hier an dem Ausschlag schon starten und hier eigentlich schon Scoobys zarte Stimme erwarten würden, passiert es erst hier hinten so ungefähr. Aber ja. Aber ja. So, und da ist mir vorhin aufgefallen, ich müsste es noch ein bisschen kleiner machen und jetzt auf einmal springt das vor. Also ihr müsst da schon, wenn ihr solche Probleme habt, auch mal wirklich ein bisschen weiter reinzoomen, weil, ja, hier sieht man es nicht, aber erst wenn wir wieder weiter rein, dass wirklich ein extremer Versatz drin ist, den können wir easy korrigieren, ziehen es weiter hier rüber. Ach so, shit, jetzt habe ich das. Jetzt schiebe ich das auf den anderen. Gut, dann schneide ich das hier erstmal weg und ziehe es hier lang. Alles, gar kein Problem. So, jetzt müssen wir hier gucken. Noch ein Stück, ein Millimeter können wir noch. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. So. Aber ja. So, jetzt. Aber ja. Bisschen gefailt. Okay, so, passt wunderbar, Leute. Ja, genau. Jetzt hat mich die gleiche Kacke wieder verwirrt, weil dieser Audiopegel weiter vorn war. So,
Das brauche ich erstmal nicht. Das kann ich erstmal wegschmeißen. Gut, weiter geht's. Wir haben nämlich noch ein Problem aber vor ja, uns. Ein bisschen gefailt. Ich habe auch nicht reingeguckt. Naja, auf jeden Fall. Ja, gut, mein Lieber. Naja, ich danke auf jeden Fall. So, ihr habt es schon gehört. Hier sage ich, naja, im Squeeze-Stream. Warte, wir blenden das mal hier aus. Naja, auf jeden Fall. Gut. Und jetzt fange ich selber an, hier das erstmal zu sagen. Naja, so. Müssen wir auch wieder ausbügeln irgendwie. Und zwar nehmen wir mal hier, schneiden wir mal von mir hier eine große Scheibe ab. Und sehen, ja, hier unten ist, hier fängt das ungefähr an. Und hier, dann ziehen wir das mal ein bisschen hier rüber, gehen auf die Stelle und zoomen wieder rein, damit wir das Problem, was wir vorhin hatten, jetzt halt gleich von vornherein ausmerzen. Ziehen das ein bisschen drüber und hören es uns nochmal an. Ja, vielleicht ein bisschen mehr nach links noch, dass es früher startet. So. Okay. Naja, auf jeden Fall. Gut, mein Lieber. Gut, passt soweit. Es gibt immer noch ein Problem. So, Magneten wieder aktivieren. Shit, leiser wollte ich es nicht machen. So. So, und zwar haben wir ja immer noch das Problem hier am Ende. Uns fehlt ein Stück. Jetzt müssen wir halt die Stelle suchen, wo das halt beginnt und wie wir das Problem lösen können. Meistern sozusagen. Ich danke dir auf vielmals. Ja, schreib mir dann gerne viel Spaß bei Insta, bei Discord oder am besten ist bei Discord. Ja. Und wir hören uns, wa? Wenn du fertig bist. Mach ich. Und wir hören uns, wa? So, Scooey, und wir hören uns, kam schon viel früher, als es jetzt hier hinten kommt. Also. So. Ja. Und wir hören uns, wa? Ja. So, und wir hören uns, wa? Kommt hier in der, in der Ingame-Aufnahme schon, fängt hier an. Hier vorne. Und ich vermute mal, das sieht aus wie das hier unten. Wenn du fertig bist. Mach ich. Und wir hören uns. Ach sehen, sogar noch viel später. Und zwar hier hinten. Und das ist jetzt ein Problem, sage ich euch gleich, da ich es ja schon kenne. Das kann ich nicht lösen. Weil es fehlt ja halt was. Ich könnte was aus dem Spiel ausschneiden. Nee, ich kann ja das Spiel nicht länger machen. Ich kann ja hier hinten, hier kann ich ja nicht mehr ziehen. Es ist Schluss sozusagen. Aber hier wird noch gesprochen in der Facecam. Ich kann aber doch die Facecam nicht ausschneiden, weil es dann nicht mehr passt. So, passt auf, die Lösung des Problems war folgende. Ich habe ganz einfach Scooys Audio genommen. Klingt dann zwar ein bisschen eigenartig. Failed. Ich habe auch nicht reingeguckt. Naja, auf jeden Fall. Gut, guck mal lieber. So, und zwar ab hier und ab hier. So. Jetzt nehmen wir nämlich direkt das Audio vom Scooey. Weil das stimmt mit dem Audio von meiner Facecam, also mit der Lippenbewegung auf meiner Facecam überein. Und ihr seht es ja auch, das Audio der Facecam stimmt ungefähr überein mit dem Pegeln, die hier beim Scooey-Stream noch zu finden sind. Nicht wundern, hier sieht man es natürlich nicht, weil Scooey spricht. Ich spreche, hier ist es gemischt sozusagen. Und hier ist ja nur mein eigenes Audio. Aber das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Also, so, zack. So, Facecam. Verknüpfung aufheben. Sound deaktivieren. Ebenso hier am Ingame-Sound. Verknüpfung aufheben und deaktivieren. So, dann können wir das nämlich hier entmuten und ja, hören es uns mal an. Ich danke dir auf vielmals. Ja, schreib mir dann gerne bei Insta, bei Discord oder am besten ist bei Discord. Ja.
wenn du fertig bist. Mach ich. Und wir hören uns, auf jeden Fall. Ich danke dir und ja, an deine Zuschauer alles Gute und viel Spaß mit dir noch und ja, überhaupt, bleibt alle gesund. Dankeschön. Na. Hau rein, Jungs. Digi. Tschüssi. Ciao, ciao. So, passt, Leute, passt wunderbar. Die Lippenbewegungen sind synchron und hier scheint nichts im Argen zu sein. Ich mache das mal wieder kleiner und jetzt nehme ich das hier raus. Das können wir wegschmeißen. So. Jetzt haben wir noch das gleiche Problem hier vorne. Wir müssen die Verknüpfung aufheben, den Sound deaktivieren. Das gleiche ebenfalls hier. So, dann können wir das zusammenpappen. Ich kann den Frame noch hier ein bisschen rüberziehen. Scooey braucht auch noch seinen Frame. Moment, hier vorne können wir auch noch ein Stück abschneiden. So, zack. Scooey Frame. Den brauchen wir ja bloß bis hier hinzuziehen. Und das kleine Verabschiedungsgetöns. Ja, wisst, was ich meine. Und danke fürs Zuschauen. Und das Bild kommt da hinten dran. Achso, den Sound noch. Der ist aktuell gemutet. Ja, schreib mir dann gerne. Ist noch ein bisschen zu laut, müssen wir noch ein bisschen anpassen. Will ich jetzt nicht machen. Ich mute es nochmal. Das mache ich dann, wenn ich das Video fertig schneide. Gut, Leute. So, und dann kann man nämlich auch hier vorne das dann rauslöschen, das explizit speichern als eigenes Video, das dann schneiden. Ihr habt gesehen, wie es im Groben funktioniert, mit welchen Widrigkeiten ich zu kämpfen hatte. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Falls ihr Ideen, Anregungen habt, immer her damit, würde ich mich riesig freuen, weil ich bin ja nun hier kein Profi-Cutter oder so. Aber ich sehe gerade, da vorne ist noch was im Argen. Wir wollen das schon ziemlich korrekt machen. So, wie gesagt, wünsche euch was. Bis dahin, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Senseless. Tschüssi.